Mein, das ist ein Beispiel, dass das genau genommen nachvollziehbar, wenn du genau wirst, 16 Seiten sind. Genau. Habt ihr das nachvollziehen können? Genau, ja, mit dem 4x4 meinst du. Erstmal das ist, pass auf, wir gehen es jetzt einmal sprachlich, jetzt wäre das Bild natürlich interessanter, wenn wir hätten, dann könnte ich das nochmal euch vor, aber so viel Vorstellungskraft habt ihr. Ihr stellt euch jetzt ganz einfach vor, wir denken uns vor uns eine Tasse hin und jetzt wichtig, die Ausgangsbasis ist, du musst das Prinzip des Einheitskreises verstanden haben. Du denkst jetzt einmal ganz kurz an einen Einheitskreis. Mhm. Du denkst dir den Einheitskreis, da haben wir 4 Phasen. Okay? Mhm. Ich mache einen Bonbon am Schluss. Ich sag's gleich von vorne weg. Aber bevor du das nicht verstanden hast, kannst du das nächste nicht verstehen. Okay. Darum sage ich immer wieder, nochmal wiederholt, in der Entwicklung eines Trockennasenaffen, du musst, und das sind immer 7 Jahresstufen, du musst, wenn du in die Schule kommst, wenn dir jemand Lesen und Schreiben beibringen will, ist es die Grundvoraussetzung, dass du sprechen kannst, dass du hören kannst. Mhm. Und ich sage, wenn ein Kind, jetzt machen wir Vorstellungen, ein Bröselkind in die Schule kommt und es ist gut erzogen, spricht es eigentlich schon ein grammatikalisch einwandfreies, schönes deutscher Sechsjähriger. Mhm. Natürlich mit einem sehr minimalen Wortschatz. Aber in den Alltagsverhältnissen spricht der Sechsjährige ein schönes Deutsch, wenn er gut erzogen ist. Ich rede jetzt nicht von Dialekt, das hat damit nichts zu tun. Und erst wenn das Kind sprechen und hören, Sprache versteht, kann ich dem Kind Lesen und Schreiben beibringen. Ja. Eine Grundvoraussetzung, dass du ein Lesen und Schreiben beibringst, ist, dass es die Sprache spricht. Und damit kommt dann mit Lesen und Schreiben kommt auch, dass ich dir Rechnen beibringen kann. Ich rede jetzt erst einmal von der ganz klassischen Grundarithmetik plus minus, mal nehmen durch, eventuell noch Wurzel und Potenz. Wobei das ja die höheren Stufen nur Erweiterungen sind und eigentlich alles baut auf Plus und Minus auf. Gut? Und wenn du rechnen kannst, erst wenn du rechnen kannst, kann ich anfangen, dir für sie zu erklären. Udo, ganz kurz. Ja? Du hast dein Bild, glaube ich, deine Webcam wieder eingeschaltet, ne? Dadurch gibt es hier wieder Interrupte. Ach, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ja, genau, jetzt müsste es wieder besser sein, genau. Mhm, super. Das ist mir nicht aufgefallen durch das Grotstarten vom Ding. Mhm, gut. Vom Skype. Gut, jetzt ist besser. Perfekt, jetzt ist perfekt. Hast eher was gesagt. Siehst du, das ist alle Menschen, die du dir ausdenkst, sind unbewusst. Jetzt kann ich sagen, ist was verkehrt gelaufen oder nicht verkehrt gelaufen. Vielleicht hat sich jetzt habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wann checkt er das endlich, dass er dem Brösel Udo sagt, er soll seine Kamera ausschalten. Ich habe es unmittelbar habe ich dir das gesagt. Da hängt nichts. Also das sind 1-2 Sekunden gewesen, deswegen habe ich dir gleich reingegrätscht. Ne? Jetzt pass auf. Merkst du, das ist jetzt die Präzision, dass du immer wieder merkst, du hast deine eigene Welt. Und das, was andere erleben, die du dir ausdenkst, das ist das, was du in diese Kisten, die du dir jetzt ausdenkst, reindenkst. Mhm. Es kann ein Mensch, den du dir denkst, kann nicht anders sein, wie du in dir denkst. Drum ist für mich das Tierchengucken so wichtig. Ein Tierforscher will an den Tieren nichts verändern. Und er bewertet die Tiere nicht. Er sagt nicht, dass die ist schön und das ist hässlich. Wenn du ein reiner Tierforscher bist, das sind schon alles subjektive Prägungen. Er schaut nur, was ist und beobachtet, wie die interagieren. Mhm. Aber lass uns da weitermachen. Okay, wenn du die Stufen hast, darum ist es so wichtig, dass ich jetzt sage, wir fangen beim Einheitskreis an. Du stellst dir jetzt gedanklich den Einheitskreis vor dich hin und dann siehst du, du hast 4 Phasen. Und wenn man jetzt einen Sinus rauskonstruiert, haben wir ja bloß die obere Plus- und die Minushälfte und diesen Kreisumfang dehnen wir jetzt vorstellungstechnisch raumzeitlich aus. Ja. Wir können ja die Strecke, wo wir den Sinus draufmachen, diese 2b-Strecke, also 2x Halbkreis, können wir hier als Plus und als Minus in die Länge ziehen. Und wir können das auch Zeit nennen, wenn wir sagen, das sind Schallwellen. Longitudinales Denken, es ist kein Unterschied. Mhm. Aber sobald du hier diesen Umfang dir räumlich oder zeitlich vorstellst, dehnst du das hier und das jetzt aus und machst dann entweder Orte oder Zeitpunkte in diese Linie rein, die ja immer hier und jetzt sind. Okay? Ja. Gut. Wir haben den Einheitskreis und das Erste, was dir jetzt auffällt, wenn du dir den vorstellst, da ist ein einziger Quadrant, der erste Quadrant ist Plus-Plus. Und Plus ist immer verbunden, Plus mit Plus ist kein Unterschied. Zwischen Plus und Plus ist kein Unterschied. Mhm. Das ist einmal, und dann haben wir noch 3 Quadranten, wenn wir jetzt hier klassisch den Sinus nachvollziehen, dann gehen wir vom Plus in das Plus-Minus, dann kommt Minus-Minus
und Minus Plus. Drei Quadranten haben ein Minus dabei. Mhm. Und jetzt gehen mir die 16 Perspektiven von der Tasse durch. Wenn ich mir jetzt eine Tasse vor mich hinstelle, okay, jetzt könnte ich das Wort Tasse natürlich hebraisieren, das wird jetzt zu viel. Wir schauen zuerst auf die Tasse drauf und wir drehen die Tasse ja so, dass wir keinen Henkel sehen. Dann ist die Tasse, ist es plus plus. Um uns die Tasse vorzustellen, müssen wir natürlich drumherum etwas, was nicht Tasse ist, machen. Das ist das drumherum, das ignorieren wir jetzt einmal. Wir haben die Tasse ohne Henkel. Das ist plus plus, weil kein Henkel da ist. Mhm. Ja. Das minus minus ist die Tasse, in der ein Henkel auftaucht. Die komplementäre Seite sozusagen. Das ist, wenn man die Seite mit dem Henkel anschaut, ich sage immer, der Henkel ist in der Mitte. Mhm. Okay, wir haben praktisch einen Becher, eine Tasse ohne Henkel und die Minus-Minus-Seite ist, wenn du den Henkel siehst, jetzt wird von dem Henkel der Hintergrund die Tasse. Mhm. Okay, Minus mal Minus ist nämlich Plus. Ja. Das eine Minus ist die Tasse selbst. Und der Henkel ist das zweite Minus dazu, das ist der Unterschied zwischen die zwei Minus, du siehst den Henkel. Aber jetzt ist interessant, dass wir nochmal zwei Minus haben, nämlich ein Plus-Minus und ein Minus-Plus, das ist, wenn ich den Henkel nach rechts rausdrehe oder nach links rausdrehe. Okay, das sind die vier Seiten. Und ich sage jetzt immer wieder, in dem Augenblick, wo wir diese vier Seiten haben, und jetzt ganz kurz einblenden, wir schauen auf eine Leinwand, ich mache immer Diapositiv und Dianegativ, wir haben einen klassischen Film laufen, besser ist mit Diapositiv und Dianegativ, sobald du irgendwas siehst, muss ja zu diesem Bild ein Negativ da sein. Richtig. Das heißt, sobald du vier Sachen auf der Leinwand siehst, muss in dem Videobeamer, in dem Projektor, auf dem Display müssen auch nochmal vier drauf sein. Mhm. Okay. Jetzt, darum sage ich immer wieder, wenn du den Sinus dir denkst, auseinandergerissen, sind es eigentlich die zwei, sind vier. Die vier, die wir uns jetzt bewusst ausgedacht haben, brauchen wir nochmal vier dazu im Hintergrund, und zwar die Spiegelung. Auf dem Kopf stehend. Am besten ist, du stellst dir jetzt ganz kurz einmal eine Kamera Obscura vor. Wenn du nicht weißt, was das ist diese Kiste, wovon ja ein kleines Licht, ein kleines Loch drin ist. Und irgendein Objekt, ein dreidimensionales Objekt, das sich vor dieser Kiste befindet, spiegelt durch dieses Loch, das ist der Fotoapparat, auf die Filmplatte hinten das Licht. Ich bin jetzt materiell. Mhm. Auf der Filmplatte, auf dem Film, ich könnte jetzt sagen, auf unserem Fotosensor, ist das, was außen ist, auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt. Könntest die Kamera auch jetzt mit den Augen eigentlich ersetzen wahrscheinlich, ne? Ein Auge, nicht genau. Nicht nur, weil das Auge noch komplex ist, weil das Auge nämlich ein Auge aus zwei Retinas besteht. Ah, okay. Eine Kamera hat bloß eine Fläche, die aufgenommen wird, und das Auge spiegelt, teilt die nochmal in zwei Hälften. Ah, da okay. Müssen wir jetzt sehr genau werden. Mhm. Okay, das heißt, wir brauchen immer, wenn du was siehst, muss praktisch ein Projektionstier im Hintergrund sein. Das heißt, wenn wir jetzt diese vier Phasen uns ausdenken, müssen nochmal vier im Hintergrund sein, gespiegelt. Und das ist ganz einfach. Wir machen dasselbe Spiel, was wir gerade gemacht haben. Aber was wir hier nicht sehen, uns fällen nämlich die zwei Spiegelperspektiven. Es ist ein Unterschied, wenn ich die Tasse vor mich hinhalte, ob die Öffnung oben ist oder unten ist. Seid ihr noch da? Ja, klar. Das heißt, ich kann jetzt das, was du gesehen hast, kann ich jetzt dasselbe nochmal machen, das genauso aussieht. Das Einzige, was du nicht siehst, wenn ich jetzt eine rein quadratische Tasse, also normale klassische quadratische, mehr einen Becher habe, dass ich dasselbe auf den Kopf stellen kann, dann siehst du wieder den Henkel in der Mitte, rechts oder links oder keinen Henkel. Was du aber hier nicht mitkriegst, ist die Öffnung oben, oder drehe ich die auf den Kopf und ist die unten? Ja. Darum habe ich das mit der Kamera Obscura gesagt. Das steht nämlich auch auf dem Kopf. Das Bild bleibt oberflächlich betrachtet gleich. Dann werden aus den vier Seiten acht Seiten, weil wir die Spiegelung dazu machen. Mhm. So, wenn acht Seiten da sind, müssen nochmal acht Seiten da sein. Der Unterschied besteht darin, dass wir uns jetzt die Tasse zuerst einmal gedanklich vor uns hingestellt haben als ein dreidimensionales Objekt. Und die Perspektiven sind entstanden, weil wir uns entweder gedanklich um das Objekt herumgedreht haben, so wie wir Aufnahme machen, drum herum gehen, das haben wir nur im Gedanken gemacht. Wir können natürlich auch die Tasse selber drehen, dann bleiben wir still. Das ist das, was ich bei Einstein sagte, der ruhende und der bewegte Beobachter. Darum erwähne ich das immer noch dazu.
Wenn du jetzt zum Beispiel auf der Erdkugel bist und du würdest jetzt sehen, dass ein Satellit über dir vorbeifliegt, eine Rakete, dann hast du den Eindruck, du stehst und das Ding taucht in deinem Gesichtsfeld auf und verschwindet irgendwann einmal, wandert durch dein Gesichtsfeld. Wenn du in der Rakete sitzt und du schaust aus dem Fenster heraus einen Planeten, an dem du vorbeifliegst, dann taucht auf dem Fenster der Planet auf und verschwindet wieder. Du kannst den ruhen und den bewegten Beobachter immer austauschen. Okay? So, und dasselbe ist es, wenn wir das Spiel jetzt machen. Ob ich jetzt gedachterweise mit der Kamera um die Tasse rumfahre, die Bilder, die ich habe, ist ohne Henkel, Henkel rechts, in der Henkel in der Mitte, Henkel links, ohne Henkel. Oder ich drehe die Tasse. Bleiben die Bilder, die Aufnahme bleibt gleich. Und wir leben immer noch in der Welt der Vorstellung. Jetzt machen wir, das heißt, die Tasse ist was Ausgedachtes. Was ist, wenn ich mir was ausdenke, wenn außen was ist, muss innen auch was sein. Jetzt drehen wir das einmal rum, wir schauen uns die Tasse nicht von außen an, sondern wir denken jetzt, der Beobachter ist in der Tasse. Und jetzt wirst du feststellen, wenn du in der Tasse sitzt und nach außen schaust, denk dir einfach einmal, das wär, die Tasse wäre aus Glas, wo du durchschauen kannst. Du siehst also auch, wenn du von innen nach außen schaust, den Henkel. Wenn du den Henkel, du siehst entweder nur die Tasse. Das heißt, du hast vor dir nur die Glaswand von dem Henkel, wenn du in die Richtung schaust. Ohne Henkel. Ja. Wenn du die Tasse vor dir siehst, siehst du den Henkel. Plus dahinter die Wand von der Tasse, wo der Henkel dranhängt. Schaust du aus der Tasse heraus, kommt zuerst die Wand und außen ist der Henkel. Und wenn du dich jetzt drehst, hast du dasselbe Spiel. Dann hast du das hinter dir, das vor dir, den Henkel entweder rechts oder den Henkel links. Wenn du von innen schaust, wirst du jetzt aber schon feststellen, dass wenn du nach rechts schaust, du plötzlich dreimal den Henkel immer in der Mitte hast. Ich weiß genau, wenn du nämlich rausschaust in die Richtung, wo der Henkel ist, hast du die Glaswand und da hängt der Henkel vor dir. Okay? Wenn du jetzt die Tasse drehst und du drehst dich innen mit, hast du auch der Henkel rechts und der Henkel links, ist immer der Henkel vor dir. Aber wir nennen das ganz einfach Henkel rechts und Henkel links. Du musst jetzt schon 90 Grad Winkel aufspannen. Das klingt komplizierter, wie es ist. Lass mal das Einfache. Wir haben diese 8 Seiten, die wir gerade von außen festgestellt haben. Und dieselben 8 Seiten sind auch, wenn ich in der Tasse, aus dem Zentrum der Tasse herausschaue. Was sich verändert, ist einzig und allein, dass von außen immer zuerst der Henkel ist und dann die Wand kommt. Und dann habe ich zuerst die Wand und dann kommt der Henkel. Okay, und das kann ich natürlich die Tasse auch auf den Kopf stellen. Das heißt, ich habe diese 8 Seiten von der vorgestellten Tasse, habe ich nochmal, wenn ich den Beobachter in die Tasse reinsetze und lasse den nach außen schauen. Jetzt passiert aber was Eigenartiges, dass ich beim Verändern der Perspektive eigentlich nur die Objekte und die Blickrichtungen um mich herum ändere. Das ist wie wenn du dich in den Zentrum der Erdkugel reindenkst. Das habe ich so oft gesagt, wenn wir zum Beispiel ein Radix-Horoskop oder einen Punkt auf der Erdoberfläche angeben. Eine Kugeloberfläche ist eine Sphäre. Dann gibst du immer nur 2 Koordinaten an. Bei der Astrologie Längen- und Breitengrade. Aber die dritte Angabe, die du benötigst, um auf die Erdoberfläche zu kommen, die wird einfach stillschweigend vorausgesetzt. Genau genommen befindet sich, solange du nur eine Ortsangabe hast mit Längen- und Breitengrade, befindet sich das immer noch an derselben Stelle, nämlich im Mittelpunkt der Kugel. Und zur Sphärenpunkt, zum Oberfläche der Erdkugel, wird es erst, wenn ich mir den Erdradius dann aus der Mitte herausdenke. Wenn ich das nicht mache, die 2 Angaben Längen- und Breitengrade selber sind alle an derselben Stelle, nämlich in der Mitte der Kugel, bis ich mir die dann nach außen denke. Und dann ist es nur eine Blickrichtung. Bist dabei? Ja. So, das war jetzt, das muss einigermaßen verstanden sein. Das geht jetzt natürlich noch weiter, aber dann reißt deine momentane Basic-Logik in der Vorstellungskraft ab. Udo, sag mal, in welchem Kontext hast du das jetzt erklärt? Also in welchem Kontext? Das werde ich dir gleich, jetzt kommt das Bonbon. Ja. Das gilt für diese 16 Seiten, gelten für alles, kannst du, wenn dein Geist frei ist, nachvollziehen. Okay. Jetzt mache ich Folgendes. In den letzten Selbstgesprächen habe ich immer wieder gesagt, in dem Moment, wo du an deine Brille denkst, beginnt die Brille zu existieren. Und dann gibt es für dich als normalen Brösel auf der Bröselebene 2 Sachen. Sobald du an deine Brille denkst, wenn du Brillenträger bist, hast du die entweder auf der Nase oder du hast sie nicht auf der Nase. Okay? Und dann habe ich ja immer noch erklärt, wenn du sie auf der Nase hast,
dann sagst du dieses nicht auf der Nase von der Welle, wenn ich die Finger aufspanne. Vorher habe ich sie aufgehabt. Wenn du sie nicht auf der Nase hast, dann sagst du, die muss irgendwo anders sein. Du merkst dir, alles, was nicht da ist, was jetzt nicht da ist, denkst du dir woanders hin, obwohl du das, was du, wo du dir woanders hin denkst, ja jetzt, hier und jetzt denkst. Richtig. Okay, ja. Jetzt kommt das Bonbon. Wir machen dasselbe, ich spiele die 16 Seiten mit der Tasse, kannst du jetzt einmal Gedanken machen. Wir nennen das Ding nicht Tasse, das wir uns jetzt denken, sondern wir nennen das Internet. Jetzt sag mir die 16 Seiten vom Internet. Und da wirst du jetzt merken, ob du wirklich schon was verstanden hast. Die 16 Seiten vom Internet? Genauso präzise, wie ich dir jetzt die 16 Perspektiven der Tasse gezeigt habe, kannst du 16 Perspektiven bei dem Wort Internet generieren. Und du wirst feststellen, wenn du es weißt, es ist wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Du sagst, stimmt ja eigentlich, der Wahnsinn. Wenn du es nicht weißt, sagst du, das ist unmöglich. Ja, ich muss komischerweise bei der Erklärung an dein Profilbild denken, irgendwie, wie sich der Geist in diesen, wie er sich verstreut in dem Ganzen. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich da falsch. Das sind jetzt übrigens, das ist der Aufbau, das sind die vier und die vier. Und sobald du diesen Tetraeder siehst, Tetraeder. Dann müssen, wenn du diese acht siehst, müssen nochmal acht da sein im Hintergrund, die diese acht ausdenken, wenn du mein Profilbild anschaust. Ja, genau. Diesen Tetraederspiegel. Mhm. Die dann übrigens immer noch mal um 45 Grad weitergedreht werden. Das ist der Adam. Das war das, was ich in dem letzten Sinusliedchen mitgezeigt habe. Aber das wird jetzt so tief gehen, dass ich zum Beispiel Adam immer sage, wenn ich jetzt versuche, den normal gebildeten Menschen, den ich mir ausdenke, und ich spreche jetzt ganz bewusst normal, weil ich ja immer wieder betone, ich erkläre niemals meinen Gedanken von mir etwas. Ja. Ich erkläre es dem, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Und alles, was eine Figur in deinem Traum äußert, äußere die, weil du das jetzt träumst. Das ist mir wichtig, dass du das verstehst. Der, der sich jetzt dieses Gespräch anhört, ist der Einzige, den ich wach machen kann. Das ist der Geist, der träumt. Ja.